Was geht ab, Leute? Es ist Samstag und mein zweites Seminar steht an. Ich bin super excited. Ich bin gerade mit, ich zeige es euch, hier dem ganzen Zeug fertig geworden. Das ist übrigens auch der Grund, weil ich gestern gefragt wurde, wie ich denn so schnell mein zweites Seminar auf die Beine gestellt habe, obwohl ich ja sehr viel Neues mache. Erstens natürlich, ich arbeite den ganzen Tag daran. Und zweitens bin ich jetzt erst fertig geworden. Das ist auch so eine Sache übrigens, wenn ihr irgendwas schaffen wollt, ihr kennt es bestimmt aus der Schule, so nach dem Motto, da stehen die Klausuren, du lernst nie und dann einen Tag vor der Klausur ziehst du durch wie so ein Behinderter. Wenn du irgendwas machen willst, dann sag einfach, dass du es machst und dann musst du es machen, ja. Und dritte Sache ist für mich natürlich, ich lebe das Zeug hier, also ich könnte quasi ein 5-Stunden-Seminar aus dem Stegreif wahrscheinlich gehen, weil ich einfach tagtäglich mich immer nur damit beschäftige. Und deswegen fällt mir das ultra leicht, deswegen habe ich auch einfach so unglaublich viel Spaß daran. Das heißt, diesmal werde ich noch ein paar mehr Clips machen als davor, sprich ihr werdet noch mehr von der Vorbereitung sehen. Und ich bin ultra gespannt. Mal schauen, wie es wird. Ich freue mich mega. Let's go. Oh shit, Leute. Da haben wir schon den ersten kleinen Fail. Es hat keine Druckerei mehr offen. Das habe ich ultra verpeilt. Ich hatte jetzt noch ein paar Sachen da vom letzten Seminar. Aber ich habe vollkommen vergessen, dass es ja nicht ausreicht, wenn ich es am Computer fertig habe, sondern dass ich es ja noch ausdrucken muss. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie ich das noch hinbekomme. Wir haben da eben auch einen Drucker. Mal schauen, wie das funktioniert. Mal gucken. Aber Fail. Aber dann noch einfach, hey, überlegen, wie man das lösen kann und nicht, warum habe ich das vergessen? Ist einfach nach vorne schauen. Uhr 33, ich bin auf dem Weg zum Seminar, alles vorbereiten. Ich hoffe, ich werde rechtzeitig fertig. Aber ich habe schon heute gesagt.
wow, wow, Leute. Ich sag's euch. Zweites Seminar ist vorbei. Hat ultra viel Spaß gemacht. Weil diesmal war's, was heute diesmal neu war, war, dass ich erstes Jahr sehr vieles neu gemacht habe, bisschen mehr Basic. Aber vor allem waren diesmal noch zum ersten Mal wirklich Leute dabei, die ich einfach noch gar nicht kannte. Und das ist schon nochmal einfach eine andere Sache. Weil beim ersten Seminar waren ja vor allem Leute dabei, die ich entweder sehr gut oder zumindest etwas entfernter kannte, wo ich dann einfach mit denen klarer davor drüber reden konnte und so weiter. Oder von denen ich zumindest ein bisschen Kontext hatte. Aber jetzt saßen da wirklich erstmal Leute, wo ich wusste, ich habe mit denen 2-3 Nachrichten wegen einem Seminar geschrieben, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, wer die sind, was die beschäftigt und so weiter. Sprich, es war wirklich so, dass ich zum ersten Mal so richtig vor Fremden eigentlich präsentiert hast. Und das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Sache. Auch da hat wieder ultra Spaß gemacht, Feedback. Ich habe mir jetzt die Bögen noch nicht angeschaut, die Feedbackbögen, aber natürlich schon mit den Leuten geredet. Die fanden es auch wieder alle richtig cool. Das macht halt dann einfach so Spaß. Ja, ich meine, man steht da vorne und man präsentiert seine Sachen und manchmal denkt man sich so, so ist die jetzt noch so vollkommen dabei, aber es ist immer nur sein eigenes Kopfkino. Aber es gefällt wirklich jedem, es gefällt jedem, jeder findet es cool. Und wenn du das am Ende halt einfach bekommst, ja, ich meine, ich stehe da ja 4 Stunden vorne, oder 3,5 Stunden, 3,25 Stunden ohne die Pausen. Und man versucht so richtig, man gibt so das Beste und alles raus. Und ist natürlich danach auch gewissermaßen kaputt. Und das ist natürlich auch vollkommen klar. Aber wenn du dann einfach positives Feedback bekommst, dann ist es nochmal einfach eine ganz andere Sache. Und das freut mich natürlich dann selber immens. Und ja, deswegen genau für dieses Gefühl am Ende lohnt sich's einfach. Und auch einfach dieses Lächeln in den Gesichtern. Es ist nicht zwangsläufig dieses Lächeln so, ja, so irgendwie verändert es krass meine Welt, aber so nach dem Motto, hey, du hast mir irgendwie nochmal Vertrauen gegeben, nochmal das Selbstbewusstsein auch gegeben, hey, ich kann wirklich was machen und ich muss einfach nur anfangen, ich muss einfach nur zu mir stehen. Und wenn du einfach merkst, hey, da hast du wirklich nur diesen kleinen Impuls gegeben, wo wirklich jemand ein bisschen anders über sich und sein Leben nachdenkt, wo jemand einfach anfängt, das ist wirklich... Ich glaube, wenn ich eine einzige Sache euch sagen dürfte, dann wäre es, fangt einfach an. Es macht einfach Spaß, ja. Ich fülle keine Arenen. Ich fülle noch keine Arenen. Sonst was. Das ist vollkommen klar. Aber darum geht's nicht. Darüber haben wir heute auch geredet. Es geht nicht darum, dass du unbedingt deine Vision, genau das, was du dir vorgenommen hast, dass du das zwangsläufig erreichst oder dass du immer deine Ziele erreichst. Sondern es geht um den Prozess, es geht nicht um deine Vision, es geht um deine Mission. Und wenn du immer einfach nur diesen Weg lang gehst, dann wirst du an Orten rauskommen, die du nie für möglich gehalten hast zu erreichen. Und einfach nur der Prozess, einfach nur dieser Weg fühlt sich so unglaublich gut an. Das ist echt, Leute, ich sag's euch. Ich bin jetzt einfach erfüllt, ich bin glücklich und erfüllt, weil ich weiß, hey, ich habe bei 6 Leuten einfach wirklich ein bisschen was bewegt und ich habe mein Bestes gegeben. Es war echt hart die letzte Woche, das alles auf den letzten Punkt wirklich fertig zu bekommen, auch in der Qualität, in der ich das machen möchte, weil ich da sehr hohe Ansprüche an mich habe. Wenn du es dann machst, kriegst du das positive Feedback und dann bist du jetzt einfach wirklich da und sagst, hey, das hat sich gelohnt. Und ich glaube, dass es im Leben oft so ist, dass gerade die Dinge, wo du Aufwand reinstecken musst, was auch mal hart ist, wo du echt mal an deine Grenzen kommst, wo du aus deiner Komfortzone raus musst, wo du wirklich einfach mal deine Ängste auch überkommen musst. Und auch die Punkte, wo mal jemand sagt, hey, was bist du für ein Spaß, was machst du für eine Kacke? Dass genau in denen, dass sich all diese Momente lohnen, und zwar genau in Momenten wie jetzt gerade, wo ich einfach nur jetzt nach all dem Tatütata am Ende, also Tatütata im positiven Sinne von, hey, es war voll cool, man redet noch so ein bisschen, hat noch ein bisschen Spaß. Wenn das jetzt gerade so alles abklingt, wo du einfach nur für dich selber bist und einfach merkst,
hey, das macht Spaß, hey, ich mach das gern, hey, es hat sich alles gelohnt, hey, ist echt geil, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das Positivste, wenn du einfach nur weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Kann der Husky jemals aufhören? Nein. Und deswegen weiß ich jetzt mal überhaupt nicht, was ich machen will jetzt gerade. Aber auf jeden Fall geht es weiter. Es geht weiter. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Das ist das Allergeilste. Das habe ich heute gerade zu meinem Dad gesagt, nachdem ich heimgekommen bin. Ich habe gesagt, das Motivierendste, was du machen kannst, ist andere zu motivieren. Und das ist mir heute so heftig präsent geworden. Das ist echt krass, Mann. Und jetzt abschließend, lass uns mal noch einen ganz, ganz kleinen Blick in die Feedbackbögen werfen. Ich habe es mir noch überhaupt nicht angeschaut. Lass mal ganz kurz durchchecken. Richtig real. Jetzt mal schauen, was die Leute gesagt haben. Ich weiß, dass sie es alle cool fanden, aber hoffentlich sind noch ein paar Sachen drin, wo sie gesagt haben, das ist noch nicht so, damit ich mich irgendwo verbessern kann. Also lass es mal abchecken. Wie habe ich mich während des Seminars gefühlt? Das habe ich mich wohl gefunden. Ich habe mich wohl gefühlt, aufgenommen, nicht fehl am Platz. Das ist doch schon mal schön. Was hat mir am besten gefallen? Das Thema Gewohnheiten umstellen mit der Verdeutlichung des Zeitaufwanddiagramms. Das hat die Augen geöffnet. Nice. Was könnte man verbessern? Mehr Diskussion miteinander. Das ist ein geiler Punkt. Das ist echt eine geile Sache. Könnte ich mir was überlegen. Berufsfindung hat am wenigsten gebracht. Alles klar. Was fehlt mir noch, um wirklich durchzustarten? Nichts. Nice. Dann, wer auch immer es geschrieben hat, viel Spaß beim Durchstarten. Welcher Teil hat mich am meisten weitergebracht? Mindset, Standard, Identität. Kleine Saison. Nice. Weil das sind wirklich die Punkte, die da geht richtig ab. Ich sag's euch. Wenn man das verinnerlicht hat, da geht richtig ab. Was sage ich zur Präsentation? Oh, beeindruckend. Sehr freigeschaltet. Ja, das war beim anderen schon. Vielen Dank dafür. Deswegen bin ich zum Seminar gekommen. Habe mir ein Ziel gesetzt, welches immer nur im Kopf schwirrte und nicht verwirklicht wurde. Das ist ein Punkt, der ganz, ganz oft bei mir auch war. Und ist ein ganz, ganz großes Problem, glaube ich. Und ich glaube, dass heute das Seminar genau so eine Sache, genau für sowas geeignet war. Was hat mich überrascht? Die Wirkung auf mich persönlich, das Setzen der kleinen Ziele ist jetzt viel greifbarer. Nice, das freut mich ungemein. Ich glaube, hier unten steht der Name irgendwo, deswegen lasse ich das mal hier irgendwo weg. Kommt noch irgendwas? Ah, ja, hier. Haben Sie es gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ah, so kann ich es machen. So, schauen wir uns hier das noch an. Bitte bewerte mit einem Strich die folgenden Dinge. Spaß während des Seminars. In der Mitte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Spaß will ich noch mehr integrieren. Wert des Inhalts. Ganz recht, das freut mich natürlich ungemein. Eigene Aufmerksamkeit gegen Ende des Seminars. Ja, nach 4 Stunden. Das ist immer extrem interessant für mich. Gefühl nach dem Seminar. Top. Wünsche mir das Vortragsgesetz an der Schule. Auch top. Wunderbar. Dafür hätte ich Interesse, Umsetzung, Tagesplanung, nice, nice, nice. Oh, danke, danke, danke. Danke dir, danke für alles. Hey, nice. Cool. Alles klar. Konzentriert, gut. Ja, ich glaube, das ist alles zu viel für euch, oder? Tagesplanung. Was könnte man verbessern? Kurze Grobklärung am Anfang des Seminars. Ah, stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Damn. Okay, auf jeden Fall. Okay, ja, okay, ihr merkt schon, das nächste Mal, hier sieht man schon, nicht nur, dass ich ganz, ganz viel rede, sondern auch, dass ihr mir dazugehört. Die genaue Vorstellung, was meine Vision ist. Ah, ja, genau, damit haben, glaube ich, ganz viele ein Problem. Aber bevor ich euch jetzt, dass das jetzt mehr was für mich ist, ich tippe den Namen hier, dann muss ich den zensieren. Auf jeden Fall! Ist ja, glaube ich, doch ganz schön viel, ich schaue mir die lieber alleine durch. Hier, Golden Goals-Blatt hat dir am besten gefallen. Was können wir verbessern? Mehr in der Gegenwart, nicht nur über Zukunft. Das ist eine gute Idee. Das ist nice. Und deswegen sind Feedbackbögen, Leute, ich liebe eure Feedbackbögen. Ich liebe die, weil die mich besser machen, um euch besser zu machen. Und das war auch eigentlich ein schöner Schlusssatz. Ich gehe jetzt mit meiner Mama essen und dann sehen wir uns am Freitag.